Tim hat Lust, ein paar Bälle auf den Korb zu werfen. Das freut ihn und uns freut es, dass wir damit Prozentrechnung betreiben können. Wirft er beispielsweise 10 Mal auf den Korb, so ist dieser Wert der Grundwert G. Der Grundwert ist also die Grundgesamtheit, also alles. Es lief noch nicht rund und er konnte leider nur 3 Bälle im Korb versenken. Dieser Wert, also die 3 Treffer, sind ein Teil vom Grundwert und bilden den Prozentwert groß W. Der Anteil oder die Quote der Treffer kann man jetzt als Prozentsatz P% angeben. Das sind 3 von 10, also 3 Zehntel oder auch 30%. Wichtig ist, dass du das als Zusammenhang verinnerlicht hast. Der Prozentsatz berechnet sich aus Prozentwert geteilt durch Grundwert, also der Teil durch das Ganze. Kurz geschrieben steht da P% gleich W durch G. Und wenn man jetzt nicht gut in Termumformung ist, dann schreibt man sich diese Formel in ein schlaues Dreieck. P% ist W durch G. Wie dir das weiterhilft, dazu gleich. So, jetzt zu unserer Aufgabe. Tim hat 25 Würfe geworfen. 80 davon waren Treffer. Aber wie viele Treffer sind denn das? Wir haben hier die Gesamtzahl der Würfe, also den Grundwert. G ist somit 25. Der Prozentsatz ist mit 80% gegeben. Und der Prozentwert W ist gesucht. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten zu rechnen. Entweder mit dem Dreisatz oder direkt mit der Formel. Wir schauen uns einfach beide Möglichkeiten an. Es wurden insgesamt 25 Würfe gemacht. Das entspricht dann auch 100% der Würfe. Um die Anzahl der Würfe zu bekommen, die 80% entsprechen, rechnen wir im Zwischenschritt auf 1% herunter. Teilen wir auf beiden Seiten jetzt durch die 100, dann entsprechen 0,25 Würfen gerade 1%. Und um das jetzt auf unsere gegebenen 80% hochzurechnen, multiplizieren wir auf beiden Seiten mit 80. Dann haben wir 80%, die dann 0,25 mal 80, also 20 entsprechen. Und die zweite Möglichkeit ist unsere Formel. P% ist W durch G. Die gesuchte Größe, also hier den Prozentwert W, halten wir im schlauen Dreieck einfach zu und dann bleibt die Formel zur Berechnung übrig. P% mal G oder G mal P%. Wir haben also W gleich G mal P% und setzen ein. 25 mal 80% oder 25 mal 0,80 und der Taschenrechner liefert als Lösung 20. Suchst du weitere Übungsaufgaben dazu oder Lernmaterialien, Lernblätter oder Lernvideos, dann schau doch auch mal auf Schlaues Bau vorbei. Oder abonniere doch den Kanal, dann verpasst du auch keine spannenden Videos mehr.